werde eh gleich instant sterben wahrscheinlich. Genau, und herzlich willkommen zu neuer Folge ARK. Ihr hört Basti Asch wieder da und den muss ich jetzt gleich mal von selber einladen. Er hat bereits die Folge gesehen, was ja, mit dem Käfig. Andererseits gab es noch was, das jetzt nachträglich gekommen ist, nach dieser Folge, das ihr jetzt bereits schon wisst, aber er noch nicht. So, wie lade ich die jetzt ein? In Gruppe einladen, Spiel, Zuschauer, nee, Spiel, in Spiel einladen, so. Ja, übrigens, das mit dem hier, ist ganz witzig. Jetzt geht's wieder nicht, habe ich keinen Strom. Und gestern, als ich nochmal nach der Aufnahme eingeloggt hatte, hatte ich plötzlich Strom. Also anscheinend ist der Wind nicht immer gleich stark und dementsprechend haben wir einmal Strom, einmal nicht. Ja, okay, so viel dazu. Mit Generatoren ist mir eingefallen, ich glaube, Generatoren kann man inzwischen sogar der Sound ausschalten. Ist mir richtig, oder? Beim Generator. Dieses Rattern kann man, glaube ich, sogar ausschalten. Hast du einen Mod mit drin? Stimmt. Hast du den Leiter nicht automatisch runter? Ja, ist Metal Glass. Genau. Der ist natürlich neu drin jetzt, ja. Hier werden wir unseren Freund gleich dann erwarten. Ja, die Zuschauer haben ja letzte Folge gesehen, wie ich noch Material beschafft habe wieder zum Einschmelzen, dass wir mehr Eis bekommen. Ich habe ja mich letztens verschätzt, wir brauchen nicht einen Grinder, wir brauchen einen Alchemist Table. Leider ist der, ja, glaube ich, 85 oder so. Ja, mit dem kann man ja extrem viele Sachen ja auf doppelt herstellen, mit gleich vielen Ressourcen. Das bringt nicht nur doppelt, manchmal auch drei. Ja, eben, das bringt es ja schon, aber wie gesagt, 85, ja, wir sind jetzt gerade 69, geht noch ein paar Levels. Von dem her, dass es natürlich immer langsamer geht, umso weiter hoch man kommt. So, dann müsste ich mich nochmal einladen. Ach so, hat sich da rausgeschmissen, okay. Ja, wegen dem Mod runterladen. Ach so, dann Spiel einladen. Immer die Leute, die eine doppelte Einladung brauchen, unglaublich. Wenn du mir nicht sagst, dass du gleich Mods installierst. Hast du das im Let's Play nicht schon mitgekriegt? Nee, stimmt, das kam erst nachher. Wahrscheinlich, ja. Ja, das kommt erst noch, stimmt. Ich habe noch ein bisschen Vorsprung, so 3-4 Wochen, glaube ich. So tut sich jetzt nichts. Ja, das geht mal ein bisschen im Moment. Ich habe schon gedacht, ja, weißt du wieso? Ich kann mir vorstellen, wieso. Es kann im Moment ein bisschen länger gehen, aber es wird dann schon klappen. Im Moment. Ich glaube, ich werde das hier kurz. Okay, jetzt soll es dann gehen. Mutig jetzt mal. Ja, dann brauche ich die dritte Einladung. Okay. Ich kann mir vorstellen, was das Problem noch war. Ich war noch am Video hochladen, aber jetzt ist es gerade fertig. Das kann sein. Da kann es sein, dass die Daten zu langsam kommen. Dass sich das dann ein Timeout gibt nach einer Zeit. Genau. So, ich weiß gar nicht, was ich heute machen. Was machen wir denn heute? Steingolem zähmen. Nee, wie ist es? Wir müssen jetzt, nicht? Wir müssen jetzt ein Paraziterium zuerst zähmen, damit wir eine Kanone drauf bauen können. Oder Raketenwerfen herstellen. Ja. Kann ich die überhaupt schon herstellen? Warte mal. Rocket. Oh, ich könnte sogar herstellen. Ja, super. Ich kann Rocket Launcher herstellen. Doch, ich kann auch. Warte mal. Profile. Ich kann beides. Wieso braucht man einen Longneck Rifle, damit man einen Rocket Launcher machen kann? Weil die immer irgendwas brauchen, was wir erst vorher freischalten. Ich weiß nicht, wie viele Schüsse, aber macht das so ein Projektil dann die nicht gleich kaputt, ey? Nee, die halten verdammt viel aus. Hast du mir jetzt eine Einladung geschickt? Eigentlich schon, ich mach normal. Ja, der Basti braucht immer mehr Einladungen, Spiel in Spiel einladen. Ja, das Let's Play, das besteht jetzt nur aus Einladungen schicken. So, Einladung würde... Ja, ich hab's bekommen, ich hoffe, ich komme auch rein, ich hoffe. Dazu haben wir irgendwas sicher schon mal mitbekommen, wo du jetzt liegst. So, ich schaue es nochmal. Also jetzt mache ich nichts mehr, da lade ich nichts mehr hoch, von dem her gesehen, bis jetzt funktionieren.
Hast du Private Mode gemacht? Irgendwie sowas? Nee, ich hab's extra einen Haken rausgehauen. Oder nicht Komisch. aktiviert. Das geht immer noch nichts. Nee, das tut sich überhaupt nichts. Darum wundert es mich. Weil du bist nämlich auch nicht unter den auf der Serverliste drauf. Nee. Was heißt, kann ich da was machen? Whitelist at. Jetzt muss ich erst mal Wieso meinen. kann ich hier eine Whitelist aufmachen? Ja, die Weite. Das funktioniert, glaube ich, erst mit den Leuten. Keine Ahnung, wo man Steam ID herbekommt. Die steht dann rechts daneben, wenn ich drin bin im Spiel. Okay, Klaus. Muss ich echt nochmal raus, damit ich nochmal selber. Okay, warte mal. Hast du eigentlich dieses Cheat-Eye-Ding da installiert? But das Dieses Non-Cheat-Ding? sofern es nicht automatisch geht, wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nämlich gerade nicht. Ich habe es nämlich extra mal wieder deinstalliert. Nicht, dass ich jetzt da nicht mehr reinkomme. Also man kann ja auch Schienenmodus starten, aber zurzeit starte ich mit Ansel. So, ich starte mal. Ihr Ach, seht ja mit schon die ganzen dieser Art. Einstellungen hier. Jetzt läuft. Ich will keine. Nein. Also per Farbmatch habe ich jetzt keinen Haken drin. Von dem her gesehen müsste es eigentlich gehen. So, ich starte das Spiel nochmal. Da weiß ich ja. So, und ich bleibe jetzt extra. Sag mal, aus dem Spiel draußen geht's ja dann. Jetzt sehen die Leute auch mal, wie lange es so geht, so ein Match zu laden. Eigentlich komischerweise geht es extrem flott beim DLC. Also, ich bin schon bereits drin. Ja, es geht, wenn du einmal drin warst und kurz rausgehst und dann wieder reingehst, dann laden zu tun und das Ganze eh schneller, weil es im Hintergrund Cache noch gespeichert ist. So, hab's ihn eingeladen. Ja, So, nee, aber jetzt bin allgemein, ich gespannt. also ich sag jetzt mal, das DLC lädt sich eigentlich schneller als damals die Standard-Map. Es kann auch vielleicht sein, dass die am DLC einfach viel mehr machen. Also viel Oder. mehr Frame. Was? Attempt to join a game from invite or direct join accept. Was? Ja, er will meine. Ah, da bist du ja. Ah, Ha! oh. Du hast eine Bear Trap wahrscheinlich unter mich gelegt, dass ich so instant sterbe. Was? Wo sind deine Beine? Wo ist dein Körper? Ich sehe nur deine Hände, dein Kopf. Lol. Du hast mir Fesseln angelegt. Oh, oh nein. Nein. Oh Also nein. darfst du rauskommen. Oh Lol, aber nein. das ist geiler Bug. Man sieht bei dir nur den Kopf und die Hände. Ich kann auch nicht. Kann ich einen K-Mode spielen? Nein, K-Mode geht. Nee, ich habe bei mir alles. Lol, und wenn du springst, sehe ich nur deine Zehen. Ach du Scheiße, ey. Einfach weglaufen. Tschüss. Ja, lauf du weg, dann wirst du verdursten und so. Ich muss erst mal deine Dinge angucken. Deine Villa mittlerweile. Warte mal stehen. Kann ich die Fesseln direkt nehmen? Ja, wahrscheinlich Remove Fessel in dieser. Ja, hier, so. Aber wieso sehe ich bei dir nichts? Hast du keine Rüstung, ne? Doch, ich habe die Ding an, warte mal. Habe ich. Ah, jetzt sehe ich dich. Jetzt bist du nackt. So, das war wahrscheinlich, weil ich die Ja, Rüstung anhatte. jetzt sehe ich es wieder alles, okay. Boah, das war echt witzig gerade. Der unsichtbare Basti. Habe ich das kapiert? Habe ich das mit dem Fesseln funktioniert? Das ging auch ewig zum Fall. Naja. Weil ich immer dachte, muss ich ihn die anziehen, dabei muss ich dann ihn benutzen. Wie benutzt man überhaupt? Ja, das habe ich auch lange geübt. Wirst du dann sehen beim Video, wenn es kommt. Ich habe die gerade aufgesammelt. Ich dachte eigentlich, ich kann die kurz an dir nutzen, damit du gefesselt bist. Ne? Nee, das Problem ist, es geht nur, wenn er an der liegt. Ach so, okay, schade. Weil du geschlafen hast, ging es ja einfach. Aha, da oben hat er den Glass Metal Smithy. Okay. Ah, ja. Wow. Wow. Okay, Ja, gefährlich. das war eigentlich mein Hangar. Ich bin früher rausgehe. Zurzeit sind aber alle auf dem Dachpark geparkt. Weil es auch einfach geht, mit allen drei zu landen. Alter.
Was, das ganze Crystal, ey, das frisst doch Unmengen an Crystal, oder? Ja, Also. ich kriege auch Unmengen. Ich habe so großen Ausbeute, eigentlich, also von der Ausbeute her und vor allem, Ja, stimmt, du ja. wirst dann sehen im Video, wo ich welchen Berg ich hinfliege. Ich habe inzwischen herausgefunden, wo es Unmengen von Crystal gibt. Weiß zwar auch, wo große Mengen da sind, aber so Eigentlich dann viel. auch Aha, okay, verstehe. geradeaus vor dem Berg. Richtung Ja, Drachen. genau. Da hat es jede Menge. Okay. Das sieht vielleicht cool aus. Sind die bei dir auch so komisch? Die Stufen? Ja, das sind eigentlich Treppen. Ach, das ist. Wow. Okay. Ja, ich muss mir mal ganz kurz dein Haus hier von oben anschauen. Jo, deine Wüstenvilla. Krass. Ja, Geld. Respekt auf jeden rechts Fall. und links werden die Wendeltreppen noch weiter hochgehen, da gibt es dann noch Türme. Und wie Okay, gesagt, so Verteidigungstürme wahrscheinlich. ja, oder Landetüren, wie auch immer, vielleicht mal ein Drachen später landen oder so. Aber das Problem war eher, warte, vielleicht gehen wir auf Speed hier so. Das Problem ist jetzt einfach, ich wollte eigentlich hier oben Windkraft bauen. Jetzt habe ich festgestellt, dass nicht über jeder Ort für Windkraft geeignet ist. Ja, genau, wenn du H drückst, drück mal H. Genau, das habe ich gesucht. Ja. Dieses 20% W, das heißt 20% Windenergie. Sprich, deine Windräder brauchen 100%, sonst produzieren die überhaupt gar keinen Strom. Ja, genau, das habe ich leider bemerkt. Und jetzt ist Ja. mir auch, aber wie gesagt, komischerweise, ich habe vor diesem Video ein Video aufgenommen, wo ich das gebaut habe und dann ging die nicht. Da habe ich mich ausgeloggt, habe das Spiel neu gestartet und plötzlich waren die Strom gepowert. Die Cable. Der plötzlich hat der Strom Okay. gehabt. Jetzt habe ich überlegt, ob es sein kann, dass halt wirklich der Wind sich ab und zu verändert. Wobei, Sturm kann es nicht gewesen sein. Das hatte ich gemerkt. Da war kein Sturm in dem Moment. Kann ehrlich gesagt ganz gut sein. Oder die produzieren halt ab und zu mal so viel, dass das gerade so funktioniert und ab und zu dann so wenig, dass es halt nicht funktioniert. Genau. Und du bist schon wieder ein Geist bei mir. Wieso ist das, ey? Krass. Lol, und jetzt mit dem Licht der Hintergrund bist du noch so halb blass. Jetzt sehe ich dich wieder. Wieso ist das? Vielleicht wegen der Rüstung. Ja, wieso? Das ist ja ganz normale Rüstung. Vielleicht gibt es einfach einen Bug, wenn ich die anhabe oder so. Ja, aber du vorhin, wie gesagt, jetzt sehe ich dich, wenn du nichts anhast. Jetzt sehe ich dich auch mit der Rüstung. Und auf einmal habe ich dich wieder nicht ohne Rüstung gesehen. Das war ganz komisch jetzt gerade. Okay, ich werde es dann sehen in der Aufnahme. Naja, okay. Also mit H. Hast du dann einen Electrical Generator wahrscheinlich, Ne, oder? eben noch nicht. Irgendwo hier rumstehen. Noch Ach, nicht, gibt eben noch gar nicht. nichts. Also, wie gesagt, ich wollte jetzt erst mal schauen, ob es mit denen vielleicht geht. Aber jetzt habe ich schon mal Nee, es festgestellt, das ist ist zu schade, das Thema. uneffizient. Ein bisschen. jetzt können wir mal schauen. Es können. Warte, ich kürze mal ab hier. So. So. Jetzt zwischen Treppen kann ich Direkt abkürzen. schnell. So. Jetzt, ich würde sagen, wir bauen jetzt mal einen Electric Generator. Schauen wir mal, was baue ich denn jetzt dafür? Den habe ich noch nicht so gebaut, nämlich. Also, Generator. Electronics, Das ist auch immer so ein Metall. Ding. Ich habe immer noch nicht die Rezepte. Ich sehe die immer noch nicht. Das ist so verdammt ätzend. Also auf jeden Fall Electronic, Metall, vielleicht sehe ich die, also ich habe die ganze Zeit Ja, Scheiße. ich habe immer nebenan zwei Rechner laufen, wo ich immer die Wikis anschaue. Da sehe ich die ganzen Ja. Sachen, Generator. Das ist echt bescheuert, wieso ich die Sachen nicht sehe. Das habe ich nur, wenn ich, das ist das Gleiche, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Smithy aufmache und dann bei mir auf Craft Table vom Charakter gehe, da sehe ich die Rezepte nicht. Wenn ich nur I drücke und auf die Craft Tables gehe, dann sehe ich sie. Also das ist ganz komisch. Hier Also, komischerweise alles. Wenn ich bei mir auf die Crafting Tables gehe, sehe ich alles. Und wenn ich auf alle auch mit I und so reingehe, sehe ich auch alles. okay, also Wahrscheinlich wir ein brauchen 10 Anzeigebug. Electronics. Hast du oben? Es könnte sein, noch welche breit habe oben, weil ich ja. Ja, 15, 16. Okay, dann brauchen wir noch 25 Metal Ingots, das kann kein Problem sein. Ja, wir haben nur 13. Das sind unten noch im Ofen, bin ich am Brennen. Okay. Habe ich noch 64, okay. Reicht das schon mal? Dann können wir ein bisschen Benzin da rausnehmen von dem hier, da hat er, glaube ich, extrem viel Benzin drin. Na, der braucht immer nur eins für. Ja, wie oft ich vergesse, den einzuschalten, denke, wieso funktioniert es nicht? So.
Mein Fehler ist immer, dass ich den einschalte, dann mach irgendwas, schalte ich ihn gleich wieder aus und der verbraucht halt pro Einschalten immer ein Gas, so ein Kanister. Ach so, oh super. Und ich schalte ihn dann ein, ich mache irgendwas, schalte ihn wieder aus und brauche ihn dann 2 Sekunden wieder. Und dann muss ich wieder einschalten, verbraucht wieder einen. Dann Okay, mache ich mal immer so, so. bist, weißt du jetzt mit dem Ton, um den ausschalten kann? Ich dachte mal, den konnte man ausschalten. Was denn Ja, Ton? dass er nicht so komisch rattert, der Generator. Nee, das geht Ah, nicht. dann stelle ich ihn mal Außer hier du auf die. schaltest es in die Tonkonflikte Dann vielleicht stelle ich mal aus, auf die also andere halt Seite. nicht. Ich habe mal gedacht, bei Ihnen im Spiel war, konnte man den Lärm ausschalten. Ja, hier nicht. Andererseits, will ich das hier drüben machen? Ist das schlau? Es kommt halt drauf an, was du hier machen möchtest. Mach mir es oben. Weil du brauchst für den Electrical Generator brauchst du ja eigentlich in Anführungszeichen nur für den Kühlschrank, dass du dir Sachen länger lagern Und die kannst und Lichtquellen. für Lichtquellen und für den Air Conditioner. Also falls du Eier brüten möchtest, wie zum Beispiel Dracheneier. Entweder du machst es mit ganz vielen Fackeln oder mit diesen Air Conditioners. Okay, dann Die machen wir es brauchen hier. Dann auch. können wir hier in der Ecke dann irgendwie die ganzen Air Conditioner Geräte bauen. hinbauen. Ja, genau, das würde funktionieren. Da baue ich ihn mal hier neben die Treppe, glaube ich. Was ich dir aber auch Wobei, sag, bei den Kabel. ist, genau, der verliert nach einer Zeit, verliert der Leben, sei jetzt mal so. Also Bauen wir den sprich, wenn du oben? den zu lange laufen lässt, geht er einfach kaputt, wenn du den nicht War das reparierst. schon immer so? Nein, das ist nur in Scorched Oh Earth. Mann. Okay. Scorched Earth Feature. Wenn du den jetzt hier hast, du siehst jetzt Power Generator 1000 von 1000, wenn du drauf schaust. Und wenn du den Okay. einschaltest, siehst du dann, wie die Durability, also die Lebensdauer sozusagen runtergeht. Weil ich Krass. dachte mir schon mal, ich habe den laufen lassen und auf einmal war der aus. Und ich dachte mir, sowieso ist der jetzt aus. Und dann wollte ich gerade in meinen Raum gucken, denn ich habe extra so einen Generatorraum bei mir. Und auf einmal war der weg. Okay, du mal frag, was ist das jetzt? Enable unpowered auto activation. Wo steht Wenn das? du E drückst, habe ich unten. Es ist disable, aber Gedrückt halten. Enable unpowered auto activation. schalte automatisch an, wenn Strom verbraucht wird. Enable unpowered auto activation. Es kann sein, dass die das neu hinzugefügt haben, weil viele haben sich beschwert wegen den Windrädern oben, dass dieser Generator trotzdem Stimmt, verbraucht wird. da habe Also ich es was kann jetzt gelesen. sein, Da habe ich was genau, gelesen. Ah. es kann jetzt sein, dass das so funktioniert, wenn die Windräder da drüben genug Strom produzieren, geht der aus und geht erst wieder an, wenn die da hier drüben nicht mehr genug Strom produzieren. Kann sein. Das So ist, ich denke, nehme ich das jetzt ist mal gar an. so. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal wieder ein Folgeende und den nächsten Vorbereitung schauen, ob wir einen weiten Aventarisattel bauen können. Damit wir dann zu zweit mal uns für ein Paracetarium oder bei Raketenlöscher brauche ich zu mir Material wahrscheinlich, wo ich noch nicht habe. Es kommt drauf an, Wobei ich solche denke, Kugeln Raketenlöscher sind von. einfacher als mit einer Kanone den Golem zu treffen, der rumläuft. Man muss halt schauen, dass man den Golem irgendwo stecken, also dass der Golem irgendwo stecken bleibt. Dann ist die Kanone natürlich einfacher, weil die halt viel mehr Schaden beziehungsweise Torpor macht. Also es kann sein, dass wir verdammt viele Projektile brauchen für so einen Rocket Launcher, dass wir so ein Ding down bekommen. Na gut, wir machen jetzt mal hier mal einen Cut. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn Genau. es dir gefallen hat, lasst uns ein Like da. Vielen Dank an Basti, dass er hier wieder dabei war. Jo, kein Und dann schauen wir Problem. gleich mal das Rezept genauer an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Genau. Ciao.